5 Länder der Europäischen Union: Litauen, Polen, Frankreich, Belgien und die Niederlande. Ich begebe mich auf eine Reise und hoffe, dass diese Union nicht nur eine wirtschaftliche oder politische ist. Wie das so ist, leihen sich ja Nachbarn in der Not Zucker. Das kann ein guter Vorwand sein, um einen Blick zu erhaschen, wie ihr Wohnumfeld aussieht, welche Atmosphäre vorherrscht, oder mich einfach bei einem kleinen Plausch mit ihnen bekannt zu machen. Eine Reise von 1000 Kilometern beginnt mit einem einzigen Schritt. Dieser Schritt ist oftmals der schwierigste. Doch wenn er bei Sonnenschein über der Ostsee erfolgt, so macht das die Sache um einiges leichter. Es ist ein langer Weg, um beim weit entfernten Nachbarn Litauen anzuklopfen. Ich sehe den langen Horizont an der Ostsee. Irgendwo dahinter ist mein Ziel. Das Meer treibt mich dahin. Ein Gebäude in Gestalt des Buchstabens K zeigt mir, dass ich in Klaipeda angekommen bin. Ansonsten dominieren zahlreiche Kräne das kurische Haff. Noch kenne ich hier niemanden. Begrüßt werde ich nur von Möwen. Ich darf bei Romaldas übernachten. Er hat bereits Besuch von zwei Bekannten, Hanna und Klaus, die ebenfalls aus Deutschland kommen. Der guten Gesellschaft wegen nimmt er gerne noch eine dritte Person auf. Wir dürfen ihn Romas nennen. Romas ist 61 Jahre alt und sitzt meistens in der Küche. Er läuft auf Krücken. Er serviert uns Kaffee und Tee. I am happy. For me, it's enough. For me, it's enough wood, electrician, telephone, gas. I feel happy. Romas erklärt mir, warum er drei Fremde eingeladen hat. I have good time. Of course, we, in summer times, we can't dream about like couchsurfing. But it, now it's... My dream in life. Of course, I know that I don't go to other countries. Why I don't travel anymore? No, you see, I have problem. And with this problem, no, it's not very nice to polite. You can't take from your journey everything. Er freut sich darüber, dass es Menschen gibt, die lernen wollen und dazu verreisen. When people come, they see what is Lithuania. But if you sit at home, I want to show that not only bad people live in Lithuania. Because what when you read your newspapers in Germany, gangsters from Lithuania stole this, bring drugs. I love Lithuania. I love. Man sollte aus erster Hand erfahren, so Romas, wie zum Beispiel die Nachbarschaftsverhältnisse mit den zwei anderen baltischen Staaten sind. Oh, travel to Latvia, Estonia, you will see. Maybe I tell my opinion, but maybe your opinion will be very different. You don't know what people I can meet and what you know what people you will meet. What I saw, what I can see more. More cities. What I can see more. I saw socialism. I see capitalism. What I can see more. Life moves very fast, very fast. So we must enjoy what we have. Thank you.
Mit Klaus und Hanna überquere ich das Kurische Haff, um die Nehrung zu sehen. Dieser schmale Landstreifen gehört zum UNESCO-Weltnaturerbe. Er ist praktisch vor Romas Haustür. Auf der Halbinsel sind Waldstücke, hohe Sanddünen und nach Geschlechtern getrennte Strandabschnitte. Der Sand ist fein und weiß und sieht wie Schnee aus. Vor allem an einem so hellen Märzmittag. Die ideale Gelegenheit, um anzubaden. Auch meine beiden Weggefährten baden an. An welchem Strandabschnitt kann man sich denken? Am Nachmittag möchte ich mich in der Stadt umsehen. Sie war früher nördlichste preußische Stadt und wurde Memel genannt. Das Wetter hat sich verschlechtert. Auf den Straßen sehe ich nicht viele Menschen. Durch die graue Kulisse kommen sie mir monoton vor, doch verbergen sich hinter der vermeintlichen Monotonie interessante Geschichten. Wie das der Frau, die von einem Mann mit Eis bekleckert worden ist. Sie lachen darüber und er zieht sie zu sich. Vielleicht gehen sie in ein Café. Es wäre wohl besser, sie würden sich dort nichts bestellen. Klaipeda ist eine kontrastreiche Stadt. Man sieht, dass die Menschen dort eine andere Epoche gelebt haben. Spuren vom Sozialismus sind an den Straßen und Gebäuden zu sehen. Nachdem ich an der litauischen Ostsee meine ersten Eindrücke von der Reise verarbeitet habe, beschließe ich, weiterzuziehen und zu entdecken. Der geografische Mittelpunkt Europas ist 19 Kilometer von Vilnius entfernt. Im Europaus Parkas wird darauf hingewiesen. Dieser Park ist unter diesem Umstand ein besonderer. Dank seiner skurrilen Dekoration ist er es auch. Eine leerstehende Fabrik wird zur Halle moderner Kunst. This is the most aggressive one. Yeah, 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 this is the most aggressive. You can call somebody if you want. Seit Jahren nutzen junge Menschen diese Wände als Medium, um sich auszudrücken. Ob der Zugang zu der ehemaligen Fabrik legal ist, ist sekundär. Gabriele ist selber Künstlerin und sieht sich lieber im Hintergrund ihrer Werke. Gemeinsam mit Lukas heißen sie mich so in der litauischen Hauptstadt Vilnius willkommen. Ich habe sie nämlich darum gebeten, mir etwas Besonderes zu zeigen.
Damit habe ich nun wirklich nicht gerechnet. Do you also paint stuff like this? Yeah, but I don't have time for that now. Begeistert zeigen sie mir ihre Stadt, doch möchten sie lieber die Bilder selber sprechen lassen. Künstler brauchen nicht immer Worte, um sich mitzuteilen. Beide sind von Natur aus neugierig und so erkunden wir die Stadt zusammen. Die Menschen in Vilnius kommen mir zunächst verträumt vor. Eine alte Frau wirft ihren Blick auf die Stadt, lächelt kurz und geht dann weiter. Es sind die bescheidenen Viertel, die besonders interessant sind. Die Häuser sind aus der Vorkriegszeit und sprechen Bände. Gabriele, Lukas und ich steigen auf einen Hügel, von dem Vilnius Panorama gut zu sehen ist. Vilnius ist die Stadt der Kirchen. Sie stehen teilweise direkt nebeneinander. Es sind 65 auf gut eine halbe Million Einwohner. Coca-Cola sponsert manchmal die Pflanzenkübel, die vor ihnen stehen. Auf meinem Weg durch Europa habe ich das Glück, bei Piotrek unterkommen zu können. Er wohnt in Olsztyn, was vom Deutschen Allenstein kommt. Die Stadt mit den vielen Seen liegt im Nordosten Polens. Trotz grauem Himmel hat sie einen Charme. Genauso wie Piotrek, der trägt heute nämlich auch grau. Piotrek zeigt dem Astronomen Kopernikus, der hier residiert hat, die Sterne, ist fröhlich und ehrlich, doch besuche ich ihn nur für eine kurze Zeit. Er gestaltet meinen Zwischenstopp sehr angenehm, denn auf einer Reise muss man nicht nach dem großen Erlebnis suchen. Es heißt doch so schön, ein geglückter Urlaub besteht aus lauter netter Kleinigkeiten. Immer wenn ich das Gefühl habe, eine Stadt ordentlich kennengelernt zu haben, ziehe ich weiter, um immer unterwegs zu sein und dabei Neues zu entdecken.
Nun bin ich in Kopernikus Heimatstadt Torun angekommen. Es liegt etwa zwischen Warschau und Danzig und hat in der Altstadt eine Menge Sehenswürdigkeiten zu bieten. Am Philadelphia Boulevard an der Weichsel treffe ich Paulina. Des Studiums wegen ist sie von Kutno nach Torun gezogen. Sie sagt mir, wie schnell man diese Stadt ins Herz schließen kann. Sie ist bei unserem Treffen gut gelaunt und mit ihrem Lächeln repräsentiert sie die Stadt gut. To jest takie dość dziwne, bo zawsze tak myślałam, no tam do pewnego momentu, jak mieszkam w Kutnie, że Kutno jest takim moim miastem. Ale na przykład teraz już tak nie myślę, nie czuję się do końca swobodnie. W Toruniu ja się czuję u siebie, bo jakby wszędzie, gdzie nie pojadę, to wiem, gdzie jestem, wiem, co mnie tam może prawie że spotkać. No i to jest chyba taka duża zaleta Torunia, że to jest takie miasto, taki właśnie w sam raz. Nie jest za duże, nie jest za małe. Dzieje się sporo, jak ktoś chce, to zawsze coś tam dla siebie znajdzie. Ale no nie jest takim molochem, nie? W którym człowiek się czuje taki zagubiony. Die Stimmung ist ausgelassen und wir quatschen bis in die Abendstunden. Sie liebt es zu reisen und Menschen kennenzulernen. Mit diesem Gedanken kann ich mich anfreunden. Lubię poznawać ludzi. Znaczy, bardzo często jest, ostatnio tak jest, że bardzo często jak ktoś do mnie przyjeżdża, na przykład dwie osoby, to odstępuje tym osobom swoje łóżko i sama śpię na materacu. No nie, spędzam z tymi osobami czas. Oczywiście no nie zawsze mogę im poświęcić tak dużo, jak bym chciała, bo nie wiem, jestem w pracy albo mam jakieś zajęcia po. Ale jak mam czas i mogę, no to bardzo chętnie gdzieś tam przejdę się z nimi, coś pokażę, spotkam się, porozmawiam. Spędzam czas. Coś takiego. Als wir nach Hause gehen, sind ihre Bekannten tatsächlich auf dem Fußballfeld. Sie freut sich, sie zu sehen. A gdzie macie kibiców? Poszła jedna, ale to przez deszcz. Jaki deszcz? Krapiła. Das Treffen mit Paulina hat mir für die Zukunft neue Energie gegeben. Umso mehr kann ich mich darauf freuen. Nuda. Nic się nie dzieje. Absolutnie. Pierre-Yves ist ein Franzose, der in der polnischen Ostseestadt Gdańsk, also Danzig, studiert. Die Entscheidung, im Ausland zu leben, fiel ihm leicht. Ich kann mir vorstellen, dass man viel lernen kann, gerade dann, wenn man die gewohnte Kulisse nicht um sich hat. Die in Bernstein getauchte Stadt scheint sehr offen für ihre Gäste zu sein. Sie steht in den Vorbereitungen für die Fußball-Europameisterschaft im Sommer, denn es ist mittlerweile April. Polen und die Ukraine zeigen, was gute Nachbarn produzieren können. So welcoming. So nice. I was really happy to come back in Sopot because I knew that for this year it was my home, you know. And my home was not in France. Now I feel like walking in my street and so. I think I will come back after many times. Pierre-Yves zeigt mir das Trójmiasto, also den Verbund der drei beieinander liegenden Ostseestädte Gdańsk, Sopot und Gdynia. Polen nennen sie vereinfacht die Dreistadt. Sopot ist für die Seebrücke bekannt, die längste in Europa.
Schnee im April ist eine seltsame Sache. Außer er wurde für das Snowboard-Festival einer Seebrücke aufgeschüttet. Pierre-Yves lädt mich zu seinem Friendship ein. Ich darf auf seiner Couch schlafen, dabei gucken wir die Simpsons. Er gibt mir das Gefühl, zu Hause zu sein. Paris bedarf keines Schildes, um es zu erkennen. Wo unter der Erde auf dem Weg zur Metro Kapellen singen, da ist Paris. Und wo über der Erde der Verkehr ungeniert ist, da ist auch Paris. Ob schon jemand die Citroëns, Renaults und Peugeots auf den Champs-Élysées gezählt hat? Ich nicht, aber auf den Gedanken könnte man kommen, wenn man sieht, wie viele von ihnen da langfahren. Vor allem Oldtimer. Ein Mann rettet eine Frau, sie bekommt es nicht mit. Eine Motorradfahrerin bekommt eine SMS, sie bekommt es mit. Ein Baguette und sein Herrchen im Helm. Und hier gucken zwei aus einem Rucksack heraus. Ich passiere die Champs-Élysées, einen beliebten Ort, um Heiratsanträge zu machen. Ich sehe den historischen Platz der Bastille, auf dem in wenigen Tagen traditionell demonstriert wird, denn es ist Präsidentenwahl in Frankreich. Von den Sehenswürdigkeiten darf ich mich nicht zu sehr ablenken lassen und vergessen, in die Gesichter der Menschen zu blicken. Aber vor Notre Dame treffe ich Marcel. I walk for hours and hours and hours looking the city, looking at the people. I always find new places. It's a big, big city, so there's no way of telling that in 5 years I know everything. I'm always surprised by streets I've never been there and looking things and how life changes from one part of the city to another. It's pretty to see. You see beauty around you. Paris was a door, has the door open for me, so I decided, and it's really central. Here I can go to Berlin, to London, I'm in the middle of things. When I travel for myself, I don't go to these two obvious destinations, I go to other destinations. Even when they speak different languages, because I really want to hear and to clean my ears sometimes with a new language, so... Oh, it's hard to say, because each city has got its beautiful thing, so I think it's quite unfair with all the cities in the world that I visit to say that's the prettiest city in the world, because it depends a lot of factor. It's not only the city. For example, if you walk around Paris and it's raining, you're not going to find that beautiful city. And when it's under the sun, even very grey cities become pretty, so... I like the contrast because it was built in the 70s, and then people hated it because it has got nothing to do with the type of the city. It's completely shocking, this whole concept about George Pompidou Museum.
And it's really colorful. It's really pushed people into some kind of thing that they never experimented before. Marcels Blickweise inspiriert mich. Statt in die Galerie des Centre Pompidou hineinzugehen, beobachte ich lieber die Menschen davor. Marcel und ich gehen eigene Wege weiter und meiner führt zum Louvre. Ich habe das Gefühl, dass ich den Louvre erlebe, denn ich sehe die Kunstwerke. Und gleichzeitig sehe ich die Menschen, die vor ihnen stehen. Ich finde, so absorbiere ich mehrere Elemente im Raum, denn mein Blick geht nicht nur zu den Gemälden und Skulpturen. Was hier wahre Kunst ist, liegt im Auge des Betrachters. Für mich sind es auch die Menschen. We are not classical here. We are Place Blanche. Place Blanche is the place of the famous Moulin Rouge. There is people every day, every night, all day long. It's crowded. I like when it's moving. I like when there is activity, some energy, some nice energy with people that you can meet from all around the world. Die Kulisse passt zu Eddie. Einerseits ist er ein dynamischer Mensch, auf der anderen Seite ein ausgeglichener und ruhiger. Das wird mir durch die Orte, an die mich führt, deutlich. Paris is an historic city, so everywhere you're going, you have something to tell and to learn, you know, about this city. This is why I really love this city and to live in this city, especially in Montmartre. I live there since 10 years. I'm discovering every day, always today, after 10 years, I'm always discovering a place in Paris. What are you photographing? Wolfried, because it's the conjugation, the character is there is a mistake on the word. You have to know this place. Eddie entführt mich auf den Montmartre und seine Neugier macht mir Lust darauf, Paris weiter zu entdecken. Immer wieder schaue ich mir auf meiner Reise auch die Orte an, die Touristen sehen. Denn ein Pariser vermag vielleicht die Basilika Sacré-Cœur auch nur als eine weitere, große Kirche auf einem Hügel zu sehen und den Cimetière de Montmartre als düsteren, großen Friedhof. Es gibt Bilder, die sehen Einheimische nicht. Sie nehmen sie nicht mehr wahr, wie die Lampe auf unserem Nachttisch oder das Wiesenmuster in unserem Badezimmer. Es sind Bilder der Gewohnheit. Ich darf nicht vergessen, dass Touristenbilder, zum Beispiel vom Triumphbogen, häufig idealisierte Bilder sind. Jeder muss da den Mittelweg seiner Betrachtungsweise finden. Viele Pariser assoziieren Versailles bestimmt auch nicht in erster Linie mit dem prunkvollen Schloss und seinen Gärten. Ich zumindest sehe durchaus Vorteile darin, Städte als Tourist wahrzunehmen. Von denen gibt es übrigens in keinem Land auf der Welt mehr als in Frankreich. Jährlich kommen hier mehr Touristen her, als das Land Einwohner hat. Im Château Versailles verlaufen sich einzelne Touristengruppen permanent und daher müssen sie einen lustigen Wegweiser hinterherlaufen. Es gibt Geschichten, dass der Eiffelturm eigentlich in Barcelona stehen sollte oder dass man ihn nach 20 Jahren wieder abzureißen hatte. Wie dem auch sei, steht der Eiffelturm in Paris immer noch.
Man glaubt es erst so richtig, wenn man es mit eigenen Augen gesehen hat. Schließlich ist einmal selbst sehen mehr wert als 100 Bilder zu sehen. Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben. Im 19. Jahrhundert plädierte Alexander von Humboldt darauf, dass Reisen und Verstehen miteinander zusammenhängen sollen. Die Leute, die ich auf meiner Reise treffe, stecken mich an. Womit genau, weiß ich nicht, aber es treibt mich immer weiter voran. Es muss etwas unheimlich Positives sein. Das Pinkeln ist ein Leitmotiv in Brüssel, dem Sitz des Europäischen Parlaments. Ich frage mich, woher das kommt. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass Belgien eine Biernation ist. 250 Biere gibt es alleine in diesem kleinen Laden. Und das ist das Schaufenster eines Kiosks. Wofür ist Belgien noch bekannt? Für belgische Waffeln, die es in mehr Sorten gibt, als man glaubt. Alle essen sie, selbst das Mannequin-Piss. Dann die belgische Schokolade. Hier hängt sie überdimensional in der Galerie du Roi, der Königsgalerie. Und Pommes, also French Fries. Sie kommen auch aus Belgien. Und Vincent van Gogh. Nein, der hat sich hier in Belgien verirrt und kommt aus Holland. Doch was ist Belgien nun wirklich? Und warum besteht es aus einem holländischen Teil Flandern und einem französischen Wallonie? When I go to Holland, people are speaking the same language, but I feel in a different country. And when I go to Wallonie, it's the same country, they speak another language, but I feel they are eating like us and they are acting like us. And they are proud like us from the chocolate and the beer and everything. But and then we want to separate. It's a little bit. It's a strange situation. We separate everything in the past 50 years. So we don't read the same newspapers anymore. We don't look at the same TV programs anymore. We have different political parties. And in Flanders, they don't know what's happening in Wallonia. And in Wallonia, they don't know what's happening in Flanders. In Belgium, it's only the king and the army and justice. We are not so different of each other. That we are all the same and we have the same dreams and we want all to be happy, and that's all. In Buddhism it's very important, it's like a sort of mantra that you say that you wish always that all people could be happy and peaceful and liberated and live in peace and live without fear. Always ending with wishing all the good to all the people, to all beings, so all not only the people but also the animals. Yeah, it changed a lot. I am looking on another way to the world around me. It makes me happy to see to see other people and to hear their stories. So many different opinions, and for me it was and it is still important to give confidence to people, to say you can have the keys and you can do whatever you want. Peter ist ein guter Gastgeber und gesteht mir viele Freiheiten ein. Er ist ein ausgeglichener Mensch, der täglich meditiert und nach den Regeln des Buddhismus lebt. Ich möchte aber sehen, wo er lebt. Das Glockenspiel der Kathedrale, das Rathaus am Grand Place, der Königspalast, die Brüsseler Börse, die Basilika von Kuckelberg,
die Liebfrauenkirche und das Atomium. Es stellt ein Eisenmolekül dar, 165 Milliarden Mal vergrößert. Die Kugeln sind durch Rolltreppen verbunden. Sie gehören zu den längsten Europas. Sie sind magisch. Das Atomium ist wie der Eiffelturm. Er ist einzig für die Eröffnung einer Weltausstellung erbaut worden. Nur positiven Umständen ist es zu verdanken, dass beide noch stehen. Mit dem Atomium hat Belgien ein Symbol erhalten. Neben dem pinkelnden Jungen. Die Welt ist ein Buch, von dem man nur die erste Seite gelesen hat, wenn man nur sein Land gesehen hat. Dieses Sprichwort habe ich in Frankreich gelesen und es fällt mir ein, als ich Bert treffe. Berts nächstes Ziel ist China. Mir seine Stadt Antwerpen vorzustellen, nimmt er als Gelegenheit, sich von ihr erst einmal zu verabschieden. Er sagt, er sei selber offen für Kulturen und Menschen. Bert ist Stadtplaner und kennt Antwerpen nur zu gut. Er ist gastfreundlich, aber nicht nur, weil es sein Beruf ist, die Stadt lebenswerter zu gestalten. Bert ist in seine Stadt geradezu verliebt und bemüht, mir all ihre Facetten zu zeigen. Er erzählt mir, dass der Stadtname auf einer Legende vom riesigen Stadtmonster beruht. Ihm wurde die Hand abgeschnitten und ins Wasser geworfen, also Handwerfen. Als wir in einer Galerie sind, wo Menschen Champagner unter der vergoldeten Decke trinken, lese ich ein riesiges Banner, die Kunst, man selber zu sein. Diese Aussage muss ich reflektieren. Bin ich selber geblieben nach all den Reisen und den Menschen, die mich zu sich eingeladen haben? Bevor ich Belgien verlasse, zeigt mir Bert die Stadt bei Nacht. Ich bewundere die riesige Liebfrauenkathedrale. Mit dem Fahrrad fahren wir an den schönsten Platz in Antwerpen. Wir sehen Sterne. Auch wenn sie nur künstlich sind. Vieles in Rotterdam erinnert mich an eine Weltstadt. Schließlich hat die holländische Stadt den größten Hafen Europas. Die Brücken, die Hochhäuser, all das ist nach dem Vorbild in Manhattan gebaut worden. Aber das skurrile Penthouse, also Stifthaus, umstürzende Wände oder umgedrehte Fenster sind wohl einzigartig. Viel ist nach den Weltkriegen nicht übrig geblieben. Olim John zeigt mir auch die Statue mit den Tänzern, für die er selber als Balletttänzer und Choreograf eine Inspiration war und Modell stand. The dance was, dance movements was somewhere connected to the city, and the statue is so connected to the building next to the. Olim Johns Bühnenname ist Michael und es gibt mehrere Gründe, warum das Tanzen seine Berufung ist. Just I'm having fun with the dancers and I'm very happy with somebody somebody enjoying to dance my pieces. That's the main reason. It's Rotterdam people quite dancing people, and we having a summer carnival in July, I think. It's a Caribbean carnival, all city getting crazy, they dancing all day, and it's a thing in Holland, in other cities you don't see that kind of festival. One of the reasons why they're making this Caribbean carnival, because Rotterdam people are quite easy to go out and having fun. It's, I think it's in the genes of the people, Rotterdam people.
Zufällig ist zurzeit gerade das Königinnenfest. Das Konzept: alle machen Party und tragen dabei Oranje. Nun bin ich in Amsterdam. Ich bin erstaunt darüber, welche Leichtigkeit hier an den Tag gelegt wird. Man lebt fröhlich beieinander, ohne sich scheinbar gegenseitig zu stören. Die Menschen wohnen in Häusern mit riesigen Fenstern und Fensterläden. Sie haben praktisch immer die Sicht aufs Wasser. Oder sie wohnen auf dem Wasser. Hausboote legen quasi an jedem Kanal an. Denn im Boot zu wohnen ist hier legal. Meine letzte Gastgeberin, die mich zu sich einlädt, bevor meine Reise zu Ende geht. My main goal in life is not developing myself. My main goal in life is to enjoy life to its fullest. And for me, that means to be able to do as much as possible. To do as much as possible includes developing yourself. It includes to learn new things. There are so many things that you can learn in life. Messer und ich fahren nach Katwijk. Sie erzählt mir eine Geschichte, die sie verändert hat. Once I was standing in a supermarket and a woman had lots of cheese. And I looked at the cheese and she said, you know, that cheese, I take it with me to an orphanage in Guatemala. And then she started to tell me that she was always going to this orphanage and she was always taking this Dutch cheese with her and old toys. For me, that's a stone that made me develop myself. Katwijk liegt neben einer Stadt, die Leiden heißt und zu der ich ganz zum Schluss fahren möchte. In der kleinen und beschaulichen Stadt an der Nordsee hat sie eine Wohnung. Doch wir führen unser Gespräch am Strand fort. I moved 33 times in my life and in the beginning, well, actually all the times I did it because I was going to a better place. I only go back when I feel home. And for example, Berlin is a city where I... where it's... Eine Schar Möwen fliegt über der Nordsee und Messer verliert sich in dem Augenblick. Ich mich ebenso, da meine Reise beim Anblick des Horizonts begonnen hat und ich an ihm auch merke, dass sie jetzt langsam endet. Für Messer geht es bald auch weiter. I'm now standing in Katwijk, so that was ultimately not my final destination. Als ich mich mit Messer unterhalte, kommt die Sonne am Strand von Katwijk raus. Wir beobachten, wie ein Mann und sein Sohn einen Fisch angeln. Dabei denke ich darüber nach, warum ich die ganze Reise nun gemacht habe. Warum reisen Menschen überhaupt? Ich bin mittlerweile überzeugt, dass es jeden Menschen in die Ferne zieht.
an einen Ort, an dem man jemanden treffen kann, von dem man etwas lernen wird. Ein Ort, der unsere Neugier nach etwas Neuem befriedigt. Messer und ich lassen den Tag in einem Strandcafé ausklingen. And I work in a business where things go really fast and where you have deadlines and a lot of pressure. So during the day, everything goes really fast and there's a lot of stuff to do. But then when you come home, you can just go to the beach and, you know, just enjoy the peace. I like to collect shells. Gemeinsam mit Messer unterhalte ich mich nun über die Gedanken, die mir am Ende dieser Reise gekommen sind. The end. The world is one big place. The humankind is the one who invented borders. I don't see borders. I see cultures. But the culture doesn't stop at a certain border. For example, if you go to Poland, in the north you have people that speak German. So what? Are they Polish? Are they German? That's really stupid. I went 2 years ago for the first time back to Syria, and it was very strange because I'm Syrian. But when I went back, everybody called me a foreigner there. So they see me as a Dutch person. Well, I don't feel Dutch. I feel like I'm a world citizen, and there is just so much to discover in life, and life is so short. Like, you might be dead tomorrow. And isn't it a pity that you didn't see waterfalls, mountains, seas? Or for me, the world is one big amusement park. And every country you go to, it's like a roller coaster, you know? And for me, language is not a barrier, because looking at a face of a person, it also says a lot. I mean, happiness, it's a smile. And everywhere in this world, if you see a person smile, you know that person is happy. So, no, I think it's limited when people don't realize this. Als wir uns unterhalten, lächelt Messer häufig und ist nachdenklich. Sie ist offen und bevor auch wir uns trennen, erzählt sie mir, wie sie sich in dieser Stadt, Gdansk, fühlt. Yeah, it's nice, but it's a closed community. Most of the people live here for generations. So when you come here as an outsider, it's very difficult to get in touch with people. So I obviously don't know anyone. I just realized that it's really difficult here. So I kind of go with the flow and try to meet new people. For me, it's now home. But if I see another opportunity in another country, then I might go. What do you know about the world? At the end, we don't live in one place. We live on Earth. And why should we not discover the beauty that we have on this planet? Home is a place where I wake up with a smile and go to bed with a smile. And that's it. The rest, I really don't care. Vor der Kulisse in Leiden lasse ich meine Reise Revue passieren. Reisen sind ein gutes Mittel zur Selbstbildung. In einer Welt mit immer weniger Barrieren wird es leichter, sich fortzubewegen. So ist es möglich, vieles zu lernen, auch über sich selbst. Und es ist einfach, stellte ich fest, unsere Nachbarn kennenzulernen. Wir treten in eine Union und bilden aus einer Nachbarschaft quasi eine Wohngemeinschaft. Die Wände sind zwar trotzdem noch da, doch hinderte mich das nicht, bei ihnen anzuklopfen und mich vorzustellen. Ich bin überrascht, wie offen sie zu mir gewesen sind und wie gerne sie einen Fremden bei sich aufnehmen. Denn wenn der Nachbar keinen Zucker mehr hat, leiht man ihm welchen.